Das Werk der Wacker AG in Burghausen, größter Chemiestandort in Bayern. Mehrere tausend verschiedene Produkte entstehen hier. Vom Polysilizium für Photovoltaikanlagen bis zu Zyklodextrinen für die pharmazeutische Industrie. Ein riesiges Werk. Burghausen ist der größte Standort des Weltkonzerns mit mehr als 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele Spezialisten, auch hier in der neuen Messwarte. Hier laufen die Daten zusammen, hier werden die Anlagen überwacht. Beim Betrieb unserer Anlagen fällt eine große Zahl von Daten an. Diese Daten sind essentielle Grundlage für den sicheren Betrieb unserer Anlagen und bieten die Möglichkeit, unsere Prozesse und Produkte effizient und auf hohem Qualitätsniveau zu halten. Und die Digitalisierung wird neue Möglichkeiten bieten, mit diesen Daten das Ganze noch effizienter und schneller zu gestalten. Spannend, natürlich auch für junge Nachwuchskräfte, die hier über die neue Messwarte informiert werden. Und über neue Herausforderungen, wie zum Beispiel die angesprochene Digitalisierung. Damit werden sich die Aufgaben der Ingenieurinnen und Ingenieure in der chemischen Industrie erweitern und natürlich auch ein Stück weit verändern. Neben dem guten verfahrenstechnischen Prozessverständnis und den Grundlagen in der Steuer-, Mess- und Regeltechnik benötigen die Ingenieure zukünftig zunehmend Kenntnisse in der IT und den Möglichkeiten für die chemische Industrie, die diese IT-Tools bieten. Diese zusätzlichen Kenntnisse, die benötigt werden, sollen nun auch vermittelt werden, und zwar in einem neuen Studiengang am Campus Burghausen. Diese Anforderungen adressiert der neue Studiengang Chemtronic am Campus Burghausen, der in Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie hier im Chemdelta Bavaria entwickelt wurde. Und meiner Kenntnis nach ist dieser Studiengang einzigartig in der Hochschullandschaft und wird zukünftig sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal des Campus Burghausen sein. Ein Alleinstellungsmerkmal, das den Campus Burghausen noch attraktiver macht, denn zu den Studiengängen Betriebswirtschaft und Chemieingenieurwesen, Chemieingenieure beherrschen Stoffumwandlung und Verfahrenstechnik, kommt der Studiengang Chemtronic. Hier werden Spezialisten für Steuerungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie ausgebildet. Fachkräfte, die in Zukunft vermutlich begehrt sein werden. Also ich persönlich glaube, dass dieser Studiengang Chemtronic hier für die Wirtschaft in der Region im südostoberbayerischen Chemiedreieck sehr, sehr viel bringen wird. Wenn ich mir alleine vorstelle, welche neuen Themenstellungen da allein durch die Digitalisierung und all diese Geschichten auf uns zukommen, glaube ich schon, dass der hier bei uns in der Wirtschaft Zukunft haben wird. Chemtronic, ein Studiengang mit Zukunft, soll ab dem kommenden Wintersemester am Campus Burghausen angeboten werden.